Ja, hallo, und dieses Mal nicht zu einem Let's Show von Minecraft. Ja, oder halt besser gesagt, herzlich willkommen zurück. Und diesmal nicht mit einem Let's Show. Und zwar habe ich diesmal vorgehabt, ein kleines Gewinnspiel für euch zu machen. Und zwar verlose ich meine Welt. Ja, ich verlose eine Kopie meiner Welt. Was ihr dafür tun müsst, und zwar, ich starte jetzt mal dieses Mal mit einem niegelnagelneuen Texture Pack. Ja, wer sich fragt, was das für eins ist, das wird dann im Gewinnspiel dann mit drin sein. Als zweites, ja, zweiter Gewinn. Und, ich starte aus gutem Grund hier oben, denn. Erstmal hier ein Flymod an. So. Und zwar, viele, denke ich zumindest, fanden ja auch schon die Minen von Moria von mir ziemlich klasse, an denen ich jetzt noch nicht weitermache, weil ich gerade mit was anderem beschäftigt bin, mit dem, was ich als Losungsfrage, ja, als Verlosungsfrage, anbiete. Und zwar, was ich eben gerade dabei bin zu bauen. Genau. Das müsst ihr jetzt herausfinden. Und zwar, ich komme gleich zum Punkt, wo ich es baue. Ja, hier habe ich, da oben habe ich jetzt ein bisschen eine Mauer drauf gebaut. Das hat auch einen guten Grund. Da kommt nachher noch ein Friedhof hoch. Ja, dann muss und zwar, ja, jetzt muss ich erstmal hier die Treppe hoch. Und zwar, es geht darum, wer von euch herausfinden kann, was ich da unten baue, gerade dran bin zu bauen, der bekommt eine Kopie meiner Welt zugeschickt. Sprich, er müsste mir dann seine ICQ-Nummer geben, dann schicke ich ihm den Ordner mit meiner Welt und der kann damit der anfangen, was er will. Ich werde natürlich weiterhin in dieser Welt spielen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die F Welt verlose, weil ich damit aufhöre. Nein! Ich habe halt mir gedacht, ja. Mache doch ein kleines Verlosungsspielchen mit meiner Welt und schicke dem glücklichen Gewinner dieser Gewinnspielfrage eine Kopie meiner Welt. Und eben, wie gesagt, wer von meinen Zuschauern herausfinden kann, was ich da gerade dran bin, unterirdisch zu bauen, der bekommt eine Kopie meiner Welt plus zugesagt, welches Texture Pack das ist. Sprich, wenn er nicht schon weiß, was es für eins ist. Aber, ja, das Texture Pack wird dann auch noch zugesendet. Und, es gibt drei verschiedene Texture Pack Größen. Es gibt die 64x64er Version, die 256x2 oder? Ne, 258 mal 258er Version, die 510er mal 510er Version. Allerdings die 510er mal 510er funktioniert bei mir nicht. Nur die beiden. Und ja, also, wie gesagt, wer herausfinden kann, was ich da unten gerade dran bin zu bauen, der bekommt eine Kopie meiner Welt und das Texture Pack zugesendet, wenn er es nicht schon haben sollte. Also Einsendeschluss eurer Antworten wird dann nächsten nee, Ende dieser Woche sein. Beziehungsweise, wenn noch keine Antworten kommen sollten, werde ich es nochmal um eine Woche verlängern, sprich spätestens nächsten Freitag. Ja, ist Einsendeschluss. Und ja. Dann mal viel Spaß beim Raten und ja, das war's. Also ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, und zwar, ich gebe euch noch einen Tipp.
was es sein könnte. Also es ist groß. Also sehr groß, kann man sagen. Und ja, es hat was mit Büchern zu tun. Natürlich aus Stein. Also nicht Bücher aus Stein, sondern das, was baut aus Stein. Es hat mit Büchern zu tun. Und dort gehen. Und da kommen oft sehr viele Leute hin. Meistens zumindest. Ja. Und ja. Das war's eigentlich. Ja, das wollte ich eigentlich nur noch sagen. Nicht, dass es dann zu schwer wird und es kommen dann so Kommentare von wegen, woher soll man wissen, was es ist, wenn ihr keine Tipps bekommt und bla 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 und so. Nee. Auf jeden Fall. Okay, das wär's dann.